Freunde, es ist wieder soweit. Heute machen wir eine Runde André sagt. Die letzte Folge hat mir unnormal viel Spaß gemacht. Kam auch mega bei euch gut an, Freunde. Mega bei euch gut an. Ihr wisst schon, was ich meine. Heute mit dabei ist wieder der MP Schwartz. Yeah, yeah. MPK sagt, alle sollen liken und abonnieren und den Creator-Code an der YT in den Creator-Shop eintragen. Yeah. Oh. Und mit dabei ist die Community, Freunde. Wie ihr seht, alle sind am Start, machen auf Ehre mit. Ich bin sehr stolz auf unsere Community. Die macht immer mega gut mit. Natürlich sind immer ein, zwei Pimmelköpfe dabei. Die werden einfach aussortiert, Freunde. Werden überall gebannt und dann macht's mega viel Spaß. Ich finde, ihr könnt es auch gerne mal reinschreiben. Seid ihr eher so die Leute, die auf gar nichts hören? Oder seid ihr die Leute, die einfach mitmachen, wenn man dann irgendwie hat man mehr Spaß? Es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie kleine Eier hat, wenn ich sage, ey, setz dich da hin und du setz dich denn da hin, Freunde. Finde ich irgendwie cool. Ich würde sagen, wir legen los. Und alle machen jetzt bitte gar nichts mehr. André sagt bitte alle chillen, genauso stehen bleiben gerade wie und es André, André meinte Himmelkopf und nicht andere. Himmelkopf? Himmelkopf, ja. Also achso, ja, ja, Himmelkopf. Ich habe das falsche Buchstabe gesagt. Okay. Oha, es leckt gerade unnormal rum. So, einmal springen. Ich kenne die Map nicht, Freunde. Das ist eher so random. Deswegen, wir schauen uns das mal kurz an. Pickaxe Arena. Ich weiß nicht, wie das ist, ob da nur noch einer da überlebt. Sag, ducken, springen und so weiter. Ah, lol. Da ist der Mainraum. Aminata, Statement. Autorennen, Busch-Minigame und Frosch-Minigame, Parkour-Minigame. Ah, Parkour-Minigame ist auf. Dementsprechend müssen wir vielleicht damit dem anfangen. Aber wir machen erstmal normale Sack. Digga, wenn ich sage, keiner bewegen und Aminata ist auf einmal so, dann ist wohl irgendwas falsch gelaufen. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist, aber Aminata hat reingeschissen. Aminata sagt, Kuss geht raus. Ja, Kuss geht raus an die kürzeste Runde, die du jemals mitgemacht hast. Aminata kann ich nicht sauer sein, Freunde, die ist immer dabei. André sagt, ducken. Hat ein bisschen Delay in seinem Brain, aber so, hat noch gepasst. Okay, könnt wieder aufstehen. Oh! Digga, ist er gerade aufgestanden oder war das ein Bug? War Bug, glaube ich. Sicher? Also, bei mir nicht. Sei ehrlich zu mir. Du, ich töte dich jetzt nicht. Aber bist du gerade aufgestanden? Okay, oha. Alles gut. Aber ehrlich, ist okay, kann man nichts sagen, Freunde. Mein Auge sieht alles. Okay, André sagt, genau in die andere Richtung gucken. Okay, dreht euch wieder um, alles gut. Ah, ihr seid gut, Digga. Mirkan hat euch trainiert, Freunde. Nein, André sagt, folgt mir bitte. Wir gehen jetzt erstmal hier rein und testen mal aus, Freunde. Wenn zu viele rippen dabei. André sagt, nicht reingehen. Teilt euch bitte, also André sagt, regelmäßig aufteilen. Hier vier, da vier, da vier. Ich glaube, das sollte irgendwie passen. Kleiner Tipp, ich glaube, damit nicht alle down gehen. Ich glaube, hier sind Fallen. Also, ja, ja, auf jeden Fall sind Fallen am Start. Wir haben hier ein Parcours. So, ihr bleibt zu dritt in der Mitte. Die vier, da vier. Perfekt. André sagt, macht diesen Parcours, seid bitte dabei vorsichtig. Ja, weil ich weiß selber nicht, was da drin ist. Oh, ich kann das von oben gucken. Okay, das ist geil gemacht, Freunde. Warte, warte, noch nicht loslegen. Wenn noch keiner losgelegt hat, wäre Ehre. Okay, André sagt, loslegen. Mach den Parcours und versucht aber nicht zu rippen, ja? Ich versuche so ein bisschen alles zu beobachten, Freunde. Mega vorsichtig sollen die das machen. Weil ja, wenn die natürlich 80% rippt, ist natürlich Krise. Aha, aha, okay. Nur Deathrun-Profis am Start. Oh, einer schon gestorben? Einer schon gestorben? Mirkan muss hier seine Ehre verteidigen. Als der Profi der Profis. Ich glaube nicht, dass er runterfällt, Freunde. Ja, das sind Objectives-Dings, Digga. Also, das eklig, kann sehr, sehr, sehr random sein. Da rutscht man manchmal ab. Okay, Fall. Oha. Jemand hat da gerade nochmal richtig hart seinen Arsch gerettet. Freunde, im Busch sehe ich halt gar nichts. Wir gehen mal vor, damit wir hier am Rand gucken können. Oha, jemand ist schon durch, Digga. Tschüss. Irgendwer ist schon durch. Noch jemand ist durch. Nein. Doch, wild, wild. Mirkan, bist du gestorben? Nein. Ah, du bist noch beim Busch, ne? Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil man sieht alles gar nichts. Gut. Bis jetzt sind nur zwei Leute durchgekommen. Ich glaube, ich habe die ganze Server einfach kaputt gemacht. Okay, Mirkan ist auch durch. Drei Stück bis jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Leute gestorben sind, Freunde, aber ich glaube, ich habe den ganzen... Deswegen habe ich gesagt, wir starten, glaube ich, nochmal neu, weil hier schon wieder jemand gestorben. Ja, wie geil. Ich glaube, das war's. Ist jemand noch hier? Nee. Seid ihr jetzt wieder da hinten in der Mitte? Ja, ne? Ja. Okay, perfekt. So, okay. Wie viel leben noch? Einfach drei. Das ist so traurig. Okay, Freunde, wir starten nochmal neu. Oder warte, machen wir das kurz zu Ende und machen dann eine zweite Runde. Komm. Yes. Okay, dann kommt mal mit. André sagt, kommt mal mit. Wir gehen zum Autorennen. Da habe ich übel Bock drauf. Kommt mit, wir gehen zum Autorennen. André sagt, kommt mit. Okay. Nur für den Sagt-Spieler. Ich gehe hier rein. Ihr steigt schon mal ins Auto. Und wie öffne ich jetzt die Dinger?
Der Erste, der die Fackel hat, gewinnt. Oh, es gibt nur einen Gewinner dann. Was? Ah, warte, ich muss den Knopf drücken, ne? Steigt schon mal ins Auto. Ich drück dann den Knopf, wenn ihr alle drinnen sitzt. André sagt, steigt ins Auto. Digga, du bist ja todesernst. Ich hätte echt niemanden gekillt gerade. André sagt, ins Auto steigen. Okay, ihr könnt loslegen. Let's go. Hau auf, Bruder! Ich kann ihn nicht abschießen! Ich hab nicht gesagt, starten, Digga! Geil, Digga. Ich kann ihn nicht abschießen. Er macht auf Ehre. Okay, er ist raus. Er ist raus. Ihr beiden seid jetzt noch im Fahrerduell, sag ich mal. André sagt, ich zähle runter bis go. Also 3, 2, 1, go. Und dann geht's los. 3, 2, 1, go. Okay, der andere hatte Todesdelay im Kopf. Nee, ich war das. Ach so, ja, der andere, meine ich doch. Okay. Und da haben wir den Ehrenspieler, der einfach chillt. Sehr gut. Oh, Milk hat Statement. Nein. Nein, Milk. Milk hat nicht. Du müsstest die Fackel aufheben, Digga. Ihr habt beide keiner die Fackel. Hat die. Doch, der Spieler, der eigentlich rausgeflogen ist, hat die Fackel. Digga, er hat so getrollt. Wie du, Digga, was redest ich du? Ich hab die Fackel, ich hoffe alles, bist du nochmal hingelaufen, oder was? Ich hoffe alles, ja. Ja, okay, dann hat Mirkan gewonnen, Freunde. Ich würde sagen, Mirkan macht jetzt so eine Sackrunde und ich spiele mit. Weil okay. Bei mir, ihr wisst, wie das läuft, das funktioniert da irgendwie gar nicht. Aber war witzig, Freunde. Okay, let's go. Okay, Freunde, wir machen jetzt die zweite Runde. Alles gut. Wir machen jetzt die zweite Runde. Mirkan sagt diesmal, was wir zu tun haben. Und ich hoffe, ich kack nicht als erstes rein, Freunde. Ich bin absolut schlecht, was sowas angeht. So, ich, ganz kurz an alle, bevor es losgeht, ich werde komplett hart durchziehen. Juckt nicht, ob es der Aufnehmende ist, ob es irgendein Typ ist. Sehr gut, ist auch so. Typ ist. Okay, ihr kommt alle hier rein und schaltet hier alle in einer Reihe auf. Oh, Digga, du musst ihn rausschmeißen. Ich will ja nicht petzen. Kann ja sein, dass er gefettfingert hat mit dem Controller oder so. Nein, er will raus. Er ist Ehrenmann. MBK sagt, ich stelle alle hier auf einen auf. Digga, du lagst übel hart rum. Ich weiß, ich hab Dings Eis gelegt. Ja, mit deinem Lag. Lag. Du lagst wirklich hart, ne? Also du musst ein bisschen darauf Rücksicht nehmen. Okay. Wie Ingame, oder was? Ja, ja, du teleportierst so beim Laufen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ist ja scheißegal. So, okay. Wir haben kurz getauscht. YouTuber-Bonus. Jetzt geht's weiter. Ein ganz kurzer Check, wegen Lag. Wenn ihr mich hört, duckt euch mal bitte einmal. Wegen Laggen. Okay. MBK sagt ducken. MBK sagt aufstehen. MBK sagt ducken. MBK sagt aufstehen. Digga, ich bin richtig angespannt. Hä? Gut, duckt euch nicht, Digga. Wie viele Leute haben sich nicht geduckt gerade? Hä? Wie lost seid ihr? Ich weiß okay. Nicht, Digga. Okay, MBK sagt aufstehen. Ducken. Oh, ich hab zum Glück gefettfingert mit meinem Knopf, Digga. Okay, ihr beide rückt einmal auf zu André und der Rest rückt bitte auch auf. Da wollte er wieder zurückgehen, weil er verkackt hat. Hier Tischtennis-Dings da, Skin. Rück auf. MBK sagt alle aufrücken. Ich drehe mich natürlich ein bisschen um, damit ich alles sehe, ne? Ja, ja, klar, ja, klar. Okay. Oh, MBK macht wieder seine. Hä? So, Freunde, wir haben nicht die Map neu gestartet. Nein, wir haben die Map natürlich neu gestartet und machen jetzt. Ey, chill mal, ich hab gerade Klettern. Okay. Aha. Der nächste. Dead, Freunde. Okay. So ein Ding. Jetzt ganz, ganz harte Regeln machen. MBK sagt aufstehen. Ich werde jetzt hier von. MBK sagt, ich stelle alle genau in einer Reihe auf, dass eure Köpfe genau lineal zu mir sind. Okay. Abu Samet. Aminata, du musst natürlich dich anpassen, weil er sieht nicht hinter sich. Das ist Abu Samet, das ist Abu Samet. Abu Samet, du musst. Nee, ich meine, Aminata weiter. Muss sich anpassen zu den anderen. Ach so, ja. So, immer der hintere muss sich dann anpassen. Ja, genau. MBK sagt, wenn ich sage ducken, dann duckt euch, weil ich werde direkt schießen, wenn ich sage ducken. Also ich lasse euch ein bisschen Zeit, aber das wird ganz, ganz ekliges Timing, Freunde. Okay. Okay, es geht los. MBK sagt, spring! Ducken! Oh! MBK sagt, ihr Digga. Drei kommt her. MBK aber sagt, die Ehrenleute laufen her. Direkt hin und lassen sich killen, Freunde. So will ich das sehen. Kuss geht raus an die Community. Was mache ich mit euch? MBK sagt, einer von euch wird überleben, der mit dem coolsten Skin. MBK sagt, alle jetzt einen Emote. Oha, er macht doch mal einen Skin-Contest raus. Ich komme kurz hin zum Gucken. Ja, alles klar. Okay. Sorry, war schon favorite, der Sitz. Ja, bei mir auch, Digga. Ich feiere den unnormal. Dieser Sitzsack ist übel geil. Okay, du kannst ja zurückgehen, aber damit. Gut Job, Digga. Digga, der Typ hat das Game durchgespielt. MBK das sagt, geh wieder Fehler. Zurück. Okay, mal okay. Trotzdem, dass wir den ducken. MBK sagt. Spring! MBK sagt. Ducken! Aufstehen! Oh! Ist der gestorben? Nein. Okay. Okay, ihr kommt mit.
Warum ist schwer für dich, Digga? Hä? Ach so, ja, Nein, aber... Nein, ich bin rausgeflogen, Freunde. Okay, ich bin einfach aufgestanden wie ein Mongo. Ich guck zu. ABK sagt, komm mit. Ich bin rausgeflogen, Freunde. Da gibt's auch nicht für den Aufnehmenden irgendwelche Regeln oder so. Das war ein bisschen lost. Das war unnormal lost, Digga. Ich war kurz so in diesem Film. Ich hatte übel Spaß, weißt du, auf einmal stehe ich einfach auf. Okay, ABK sagt, ihr kommt hier rein. Andre und ich gucken zu, MK sagt, ihr geht jeder alle in eine verschiedene Ecke. Aber die ziehen das krass durch, Digga. Okay, MK sagt, haut euch alle auf die Schnauze. Wenn einer down ist, ist das Game vorbei und dann gibt's noch zwei Finalisten. MK sagt, auf meinen Shotgun-Schuss geht's los. Okay. Let's go. Boilerei. Ich erwarte hier, dass Arminchen kurz alle wegrasiert. Okay, Andre, du kannst ein bisschen mitwirken. Okay, ich schmeiß ab und zu mal was in die Mitte. Ja, wollt ihr hauen oder MK? Ich schmeiß in die Mitte. Alle, wer in der Mitte steht, kriegt ab. Dickerei. MK sagt, in der Mitte werdet sogar gehealt. Oh, Aminata, voll offensiv. Okay, MK sagt, Runde vorbei. André, kannst du Aminata kurz hin? Ja. Okay, MK sagt, ihr kommt mit. Okay, Finale, Freunde, es geht los. Ich bin ja nur Zugucker. Frosch-Minigames hört sich gut an. Frosch-Minigame, klingt echt nice. Das gibt's sogar zweimal, guck mal. Okay. Das muss mächtig sein. MK sagt, ihr folgt mir einfach. Okay, was macht man hier? Hat jeder nur einen Sprung, oder was? MK sagt... Warte, ich probier mal aus. Hä? Das ist für normale sagt, Leute schwer. Einmal Frosch-Minigame. Aminata als erstes, der andere als zweites. MK sagt, let's go. Aber Aminata hat noch eine Chance. Wenn er jetzt auch verkackt, ist Gleichstand. Oh, er hat gewonnen. Oder sie. Ich weiß nicht, wer das ist. Okay. Meine. Kommt mit. Okay, Finalist. Okay, komm runter. Ja, eigentlich hat er schon gewonnen, oder nicht? Komm runter. MK sagt, komm runter. MK sagt, du bist der beste Spielemeister, du darfst ein Spiel entscheiden, was du gegen mich und André spielst, Digga. Komm, wir alle drei jetzt im Finale. MK sagt, ab jetzt zählt für dich nicht mehr, MK sagt. Wir uns zu einem Spiel und losgehen. Nein. Digga, oha, er will. Echt, das Ding ist, jetzt habe ich den miesen Nachteil. Merkan, du musst deinen Jetpack noch ausziehen, sonst wäre natürlich ein bisschen sinnlos. Digga, mach auf. Er will sogar schummeln, der Eklige. Okay, soll ich runterziehen? Ja. 3, 2, 1. Merkan ist schon reingelaufen. Oh shit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bei den Kürbissen rein scheiß, Freunde. Ich bin reingeschissen. Ich wusste es! Ich hasse diese Objekte in Fortnite. Die Hitbox ist so scheiße, Digga. Jemand ist doch. Nee, Mirkan hat nur getriggert. Wir schauen MBK zu, Freunde. André sagt, macht so Spaß, Freunde. Warum habe ich das früher nie gemacht? Das macht unnormal viel Laune, weil man einfach so random Scheiße macht. Genau wie meine Videos immer. Okay, ich sage einfach ein Wettrennen jetzt, wer als erstes durch ist, weil ansonsten wird es keinen Sinn ergeben. Hat er gewonnen? Er hat gewonnen. Mohammed hat gewonnen. GG Mohammed. Kuss geht raus, Freunde. Alle mal Herz in die Kommentare von Mohammed. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gebt meinen Creator-Code in Fortnite einen A, und T. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao!